Hallo Leute, wir sind jetzt zum Schluss und unser Gastgeber ist hier bei uns von EY und wir werden mal ein paar Fragen stellen. So, hier haben wir unseren Titus und die Miriam, genau. Von der Ernst & Young. Ernst & Young, dankeschön. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, genau. Genau. Was macht ihr ganz genau? Wir machen jetzt hier bei der CeBIT, sind wir hier mit verschiedenen Startup-Unternehmen und, ja. Und begleiten sie auf die CeBIT und führen Gespräche und beraten sie auch schon. Ansonsten, sage ich mal, machen wir als EY alles von Steuerberatung, von Rechtsberatung, Gründungsberatung, aber auch Strukturberatung, wenn man mit Investoren in Kontakt treten möchte, wenn man Finanzierungen braucht, wenn man möglicherweise mit Venture Capital-Gebern in Kontakt treten will. Also, wir stellen Kontakte her und beraten letztendlich umfassend in der Gründungsphase und auch auf den nächsten Schritten Startups. Kann man davon ausgehen, dass das ein All-Inclusive-Paket ist, was ihr macht? Wir können in vielen Bereichen beraten. All-Inclusive, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Das kommt immer auf den spezifischen Beratungsbedarf drauf an. Und ja. Wir können im Grunde wirklich auch viel Wissen weitergeben. Alles, was Startups so in der ersten Phase bewegt, da können wir in vielen Bereichen zumindest unterstützen. All-Inclusive muss man dann prüfen, je nach spezifischem Bedarf. Okay. Was habt ihr von CeBIT 2015 mitgenommen? Viele interessante Kontakte, wie jetzt mit dir beispielsweise, okay. Aber auch mit anderen, auch insbesondere durch die Busfahrt, die gemeinsame Busfahrt, die wir heute hatten, zu CeBIT hin, also sprich ein Bus mit Gründern. Das waren ja vier Städte, glaube ich, oder fünf? Sogar fünf Städte, genau. Die alle heute mit dem Bus gemeinsam angereist sind und das muss ich sagen, fand ich auch schon wirklich gut, weil wir da interaktiv die Gründer untereinander, aber auch wir mit den Gründern einfach viele Gespräche geführt haben, viel auch gelernt haben, gesehen haben und dann hier, glaube ich, auch eine interessante CeBIT erlebt haben mit vielen interessanten Ständen. Das nehme ich mit. Also war für mich sehr positiv heute. Miriam, ich habe jetzt die Frage vergessen. Kannst du dir vorstellen? So. Sitz, genau. Ihr sitzt in Köln, habe ich mitbekommen. Und wo noch bitte? Also in NRW sitzen wir in Düsseldorf, in Köln, in Dortmund und in Essen. Ah, schon und mal. Und sitzen in Gesamtdeutschland an 16 verschiedenen Standorten. Ich bedanke mich für die Einladung. Ihr wart ein tolles Team und danke, dass ihr uns ein bisschen Zeit gegeben habt. So. Somit verabschiede ich mich. Das war mein letztes und wir sehen uns dann im Rhein-Sieg-Kreis. Tschüss, euer Hakan.